Eine Großspinne, eine große Spinne. Ich glaube, ich werde doch mir ein bisschen Feuer anschaffen. Das reicht aus. Ausrüsten. Die ist doch süß. Da. Die kannst du gerne mit nach Hause nehmen, wenn du möchtest. Nimm sie dir mit nach Hause, mach damit, was du willst. Feuer! Brenne! Das Drecksvieh. Ist okay. Ich komm klar. Sauber. Na, wir haben sie. War einfach perfekt. Kann nur zustimmen. Jo. Wir hätten uns besser anstellen können, aber es war schon nicht schlecht gemacht. Das ist richtig. Mach mal auf, Tür. Tu mir auf, die schöne Pforte. Und hier waren wir schon. Können wir uns nochmal wieder zurück, wahrscheinlich. Irgendwie. Tu mir auf, die schöne Pforte. Ah, hier liegt noch was. So, dann wollen wir uns mal hier durchkriechen. So, jetzt müssen wir langsam in Richtung Königswaffe kommen. Würde ich jetzt mal sagen. Sesam, öffne dich! Genau. Hier geht's nicht weiter. Was ist denn jetzt schon wieder? Was denn? Da geht's zur Königswaffe. Ich möchte aber eigentlich hier durch, aber darf ich nicht. Darf ich nicht! Weil wir müssen jetzt hier hin. So, und Sesam, öffne dich! Ja. War wohl nix. Ala Wakbar, auch immer Freundlichkeit dich nicht weiterbringt. Wenn auch Freundlichkeit nicht weiterbringt. So, wir sind an einem weiteren Königsgrab. Beziehungsweise, doch, man kann es schon Königsgrab nennen. Hier gibt es eine weitere Königswaffe. Das ist ein Speer. Oder mehr Axt als Speer, aber egal. Komm zu mir. Nummer 2. Number 2. Klinge des Eroberers. Also die Kräfte seiner Ahnen. So in der Art. Bei seinen Fortschritten ist er bald stärker als sein Vater es je war. König auf Pump. Mehr Respekt. Und? Wie ist es so? Als hätte ich ein paar Tricks auf Lager. Ich verzichte dankend auf eine Show. Etwas Übung kann nicht schaden. Ja, ja. Brauchen wir eigentlich nicht Übung, aber egal. Ausrüstung, gucken wir mal kurz. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Die Klinge des Eroberers. Eine Stärke von 483. Da kommt momentan nichts ran an meine Waffe. Keine Waffe kommt bis jetzt an die Stärke ran. Was soll man dazu sagen? Wenn ich damit zuhaue, tut's weh. Wenn ich damit zuhaue, tut's definitiv weh. Ach ja, machen wir. Kehren wir zum Eingang zurück. Brauchen wir nicht durch das ganze Ding nochmal durchzulaufen. Das ist, immer, das ist auch immer gut. Man kann, glaube ich, wenn man den Dungeon geschafft hat, sich direkt wieder an den Eingang teleportieren.
So, müssen wir jetzt lang. Hier geht's rein. Nee, ich möchte weg. Ich möchte raus. Hier geht's rein, Junge. Was machst denn du? Ich will raus. Kleiner Idiot. Mann, Mann, Mann. Oh, Telefon. Ja? Ein Glück. Ich dachte schon, dir wäre was zugestoßen. Ich habe Kräfte gesammelt. Sehr gut. Ich habe eine Bitte. Das Imperium errichtet an der Straße nach Vestaska eine Kontrollbasis. Daska, warte mal, Daska. Wir müssen verhindern, dass sie sie fertigstellen. Rein, raus, wenn rein, raus. Sie nicht zerstört, sorry. Wird euch der Weg zu weiteren Königswaffen versperrt bleiben. Geh zu Monika. Sie und die Jäger in der Siedlung haben weitere Informationen für euch. Und? Er will, dass wir eine imperiale Kontrollbasis zerstören. Als erstes müssen wir mit Monika sprechen. Machen wir mit Monika. Wir sprechen mit Monika. Ich habe immer, ich hab immer Duska E gesagt, er hat aber Daska gesagt. Kunststark. Weiß ich nun nie, was richtig ist. Ich denke mal, eigentlich müsste das richtig sein, was der in seiner Synchro sagt. Gut, ich weiß aber jetzt nicht, was der im Englischen sagen würde. Aber wir nur gut vorbereitet egal. Sein. Lasst uns so, wir müssen mit Monika sprechen. Wir müssen nur Monika suchen. Also, mit Frauen spreche ich unglaublich gerne. Zumindest, wenn ich was zu sagen habe. Frage ist, kann ich den da... Das ist ein relativ starker Gegner da drüben, ne? Frage ist, kann ich den erledigen? Versuch's auch gerade mit meiner neuen Waffe, aber irgendwie. Naja. Ist halt nicht. Das Problem ist halt, ist halt seine, nicht seine Schwäche. Alter, du bist ein Idiot. Blödes Vieh. Bin gerade kritisch. Elixier! Aber ich glaube, ich mach's lieber ganz anders. Weil die Waffe ist dann doch zu langsam für ihn. Das ist doch schon ein ziemlicher Speedy Gonzales. Ziemlicher Speedy Gonzales, muss man dazu sagen. Speedy Roadrunner. Naja, ich kenne jetzt was von Mexiko. Genau. Ah, der ist echt ein ganz schöner Knüppel. Ach du Scheiße. Das reicht, wenn sie dick und lang sind. Oh, Ignis. Ich glaube... Nee, das ist mir gerade ein bisschen zu problematisch hier. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Ich will nicht sagen, dass er nicht machbar ist, aber momentan ist er einfach auf einem... Noch nicht auf unserem Niveau. Beziehungsweise, wo gehe ich eigentlich gerade lang? Ich will doch... Ich gehe jetzt mehr an die Wildnis, als dass ich hier rüber gehe. Ich muss doch hier lang. Mann, 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 Mann.
Geh mal weg. Er ist einfach noch nicht auf unserem Niveau. Niveau? Kann man das essen? Beziehungsweise wir sind nicht auf seinem Niveau, sagen wir es mal so. Da hinten lang. Ich könnte ja zwar teleportieren, aber das lassen wir jetzt mal sein. Weil es ja nicht allzu weit ist. Mist, ich hab Sand im Schuh. Schütt ihn halt aus. Ja. Schütt ihn halt aus. Ich habe Sand im Schuh, dann schütt ihn halt aus. Meine Fresse. Wir sind fast wieder bei 2 Stunden und haben fast nichts gemacht. Nicht viel gemacht. Wir haben zwar 2 Königswaffen bekommen schon, aber die bekommt man innerhalb kürzester Zeit, die 2 Königswaffen. Die anderen finden müssen wir dann selbst uns zusammensuchen. Da gibt es halt Punkte, zu denen man dann halt hingehen kann und die müssen wir dann halt zusammensuchen. Noct, wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Noct, wir sollten mal speichern. Also 3 Stunden nicht mehr gespeichert, bis heute 3 Stunden Spielzeit nicht mehr gespeichert. Ist nicht gerade optimal. Ansonsten würde ich sagen, wir reden mit Monika. Monika! Da ist er. Monika. Da seid ihr ja. Der General hat mich bereits auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben einen Weg in die imperiale Basis gefunden. Ich werde ihn auf eurer Karte markieren. Die Route ist relativ sicher. Mit heimnehmen. Daheim einen Strand vor meiner Haustür anlegen. Das ist gut. Kann man auch machen. So, zur imperialen Basis begeben. Oh, hier liegt was, warte mal. Liegt was. Zack. Ist das eine Schatzkarte? Oh, das war also. Sollen wir suchen? Na klar! Was für eine Frage! Wo ist das hier? Rätsel in mehreren Akten. 2. Was müssen wir noch machen? Stelle auf den Papierfetzen absuchen. Ja, ui, Nebenquest. Vielleicht ist die weg. 500 Kilometer. Wir steigen ins Auto. Ins Auto steigen wir. Aufgabenziel. Darf ich nicht. Na gut. Ich muss irgendwie so ein bisschen in die Nähe fahren hier. Kann ich da hinfahren hier? Ich hier da drücke. Na dann, der kann nicht. Da muss ich hinlaufen. Oh Mann, ey. Da muss ich hinlaufen. Weil er ja nur auf Straßen fahren kann. Naja, gut, egal. Sei jetzt mal dahingestellt. Ist jetzt nicht so schlimm. Guten Tag. Zeit zu gehen. So, los geht's. Los geht's. Dann noch mal gucken, was uns dort erwartet. Wer ist diese Monika überhaupt? Ein Mitglied der Königsgarde. Die zur Höhle teilen. Teleportieren. Also direkt teleportieren kann ich nicht. Teleportieren, also quasi. Schnellreise geht nur zu gewissen Punkten, halt quasi. Zu den Refugien kann ich mich teleportieren. Ich kann nur zurück zum Regalia mich teleportieren oder zurück zur letzten Unterkunft. Und das wäre in dem Falle das hier. Also dort, wo ich zuletzt übernachtet habe, kann ich mich nicht teleportieren. Aber einfach so von A nach B teleportieren, das kann ich nicht. Es sei denn, ich kann nimm das Auto und will damit irgendwo hinfahren, wo es möglich ist, sage ich jetzt mal. Mit Schnellteleportation, also quasi eben
wenn ich zu gewissen Missionspunkten fahre. Aber so generell einfach so von da jetzt hin teleportieren geht nicht. Also ich müsste, wenn ich zu der Höhle wollte, zum Beispiel auch wieder laufen. Ich müsste bloß einen Weg finden. Zu früh. Zu früh gedrückt, ich muss hier durch. Wie viele Königswaffen gibt es? So viele, wie es Könige gab. Leider sind viele heute verschollen. Wie eine Schatzsuche. Oder generell so eine Schnellreisefunktion, so alles Skyrim und Co. fehlt hier in dem Spiel, leider Gottes. So, auf die Weile. Aber generell, du hast ja auch, generell hast du das Auto, du kannst von A nach B fahren, du musst jetzt, wie gesagt, nicht jeden Weg laufen, sage ich jetzt mal. Du kannst halt nur das Auto halt eben nur an dem Punkt benutzen, wo du halt wirklich eine Straße hast. Gut, Straße hast du hier eigentlich in dem Sinne auch. Das hier. Aber das zählt halt in dem Fall nicht als Straße. Als Straßen zählt alles, was hier quasi hier. Das hier zählt alles als Straße. Alles, was hier als Straße markiert ist, zählt als Straße. Der Rest zählt nicht als Straße. Das gilt hier mehr als Trampelfahrt. Ist immer so gut, aber das kann man nicht langfahren. Da darfst du nicht langfahren. Schon. Morgens komme ich kaum aus dem. Und wenn du generell einen manuellen Fahrmodus hast, wenn du selber fährst quasi, kannst du auch nur die dort langfahren, wo halt nur die Straßen sind. Nee, dich möchte ich nicht bekämpfen. Startschuss, Prompto. Prompto setzt Startschuss ein, okay. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen uns durchsuchen. Die Stelle auf dem Papierfetzen absuchen. Genau. Hier muss quasi irgendwas sein. Mal gucken, ob wir was finden. Das sieht so ziemlich nach was Gutem aus hier. Gehen wir mal rein. Was heißt rein? Chromstück, ist das schon das gewesen? Nee, ist es nicht. Hier komme ich nicht hoch. Nur generell muss ich jetzt das Gebiet hier so ein bisschen absuchen. Das Wetter heute. So, dieses kleine Gebiet hier. Ja. Das Problem ist halt, ich weiß halt nicht, nach was ich suchen soll. Ein super Elixier. Hier liegt noch was. Warte mal, liegt hier. Das war's? Ein Schatz sieht anders aus. So, das ist das Kartenstück. Sieht aus wie Spiel. Der Teil einer Karte. Ah, das ist das, was ich. Also quasi. Ach, wahrscheinlich muss ich hier die ganze Karte zusammensuchen, irgend sowas. Wo ist jetzt? Inventar, genau. Überprüfen. Hier, das hier. Ein Papierfetzen, der an einem auf der Karte markierten Ort gefunden wurde. Er ist beschriftet, aber um die Nachricht zu entschlüsseln, werden weitere Teile benötigt. Ah, das ist quasi eine Nachricht, die man quasi findet. Okay. So, ich würde mal sagen, was würde ich mal sagen? Wir teleportieren uns zum Regalia zurück. Nein. Zum Regal, ja. Zu unserem Auto. So. Da sind wir wieder. Jetzt ist ja eigentlich unsere Aufgabe zur imperialen Basis begeben. Wo sind die? Da hinten.
Ich möchte aber gerne noch mal meine Punkte mir überweisen lassen, sag ich jetzt mal. Klingt jetzt doof, aber so in etwa meine ich das. Nockt, heute mache ich dich fertig. Meinst du in King's Knight? Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs. Okay. Was labert ihr? Ein Tag. So, next, please. So, die Punkte überweisen lassen. Zack. Zack, zack. Level 15. Zwei Level haben wir gekriegt. Wahnsinn. Ist doch schön. Hat doch gut gepasst. Noch ordentlich da noch drauf. Ein paar Fotos kriegen wir auch noch. Ja, oh, schlechte Fotos. Sind gut. Einige gute Fotos dabei. Finde ich auch. Hier. Im Duell gegen die Spinne. Ein Schwarzbild, was keinen Sinn macht, aber gut. Ja, hier das, wo ich halt versucht habe, mit der Königswaffe zu agieren, aber hat nicht so ganz funktioniert. Und hier, was weiß ich. Die Frage ist nur, wo hat er das Foto gemacht? Aber egal. Sei jetzt mal dahingestellt. Ich würde sagen, machen wir erstmal die Story weiter. Und zwar fahren wir dann zum in den 5 Minuten, in denen du nicht hingeguckt hast. Kein Ziel. Ja, das dauert eine Minute, bis wir dort sind. Okay, da fahren wir jetzt hin. Ich weiß zwar nicht, warum gerade dort, aber egal. Ach stimmt, da ist ja diese. Da ist ja dieses Tor, da müssen wir ja hin. Da fahren wir hin. Ist egal. Dreh um und dann fahren wir dort hin. Schmeckt die müssten bald wieder tanken. Wirklich so gut? Wie oft soll ich's denn noch sagen? Ja. Antreibmusik war schneller. Ein kleiner Spaziergang durch die Wildnis? Es geht nichts über die freie Natur. Ja, genau. Es geht nichts über die freie Natur. Erst einmal mache ich Folgendes. Weil ich muss mich jetzt... Ich spoilere euch schon mal. Ich muss mich jetzt auf einen Kampf vorbereiten. Wobei, ob das nun Spoiler war, geht zu bezweifeln. Weil du musst... Ich muss ja hier... Er hat ja gesagt, ich soll das ja... Da frei kämpfen. Oder sowas in der Art. Aber es wird kein leichter Kampf, sage ich jetzt schon mal. Sammle ich erstmal ein bisschen Magie ein. Da ist ja die, was man braucht. Zack. Das war nicht viel, aber besser als nix. Nehmen wir das Feuer noch. Zack. Die Frage ist, wenn ich jetzt raste, ist das dann wieder regeneriert? Das möchte ich jetzt gerne mal. Selten. Ich brauche sowieso einen kleinen Boost, was die Werte angeht. Also von daher wollte ich sowieso rasten. Also von daher, egal. So, dann machen wir was Ordentliches. Mal gucken wir mal, was wir Schönes machen können. So wie er Auskunft hat erwartet, hatte ich Minimum einen kleinen Miniboss aus Erfahrung, auch durch RPGs und anderen Spielen. Ich will nicht zu viel verraten, aber ein Boss kommt auf... Na, man kann es als Boss bezeichnen, aber... Dann wird doch ein Mini-Boss, passt schon eher. Steak Sandwich, ist irgendwas, was mir einen ordentlichen Boost gibt. LP Maximum plus 400, meine ich.
Magie plus 100 und Angriffskraft plus 100. Klingt gar nicht so übel. Beim Rennen sinkt die Ausdauer nicht. Das ist halt, das ist Blödsinn. Das muss nicht unbedingt sein. Ich wusste nicht das, was er vorhin gelernt hat. Ach ja, Rührei mit Krebsfleisch, das. Oh, wir essen es gleich mal. Machen wir gleich mal. Eine ordentliche Portion, damit wir ja ordentlich den Bauch vollschlagen und dann ordentlich vorbereitet sind. Yeah, lecker, lecker, lecker. Nam, nam, nam. Nam, nam, nam. Nam, nam, nam. Kriegen jetzt noch keine Erfahrung, oder das ist halt noch, ist halt so. Wir haben halt unser erst überwiesen sozusagen. Das ist ja eher unwichtig. So, Kochen kriegt man noch, kriegt noch ordentlich was dazu. Talentstufe. Neues Rezept: wilde Jägerspieße. Kommis de Cuisine. Ein Erfolg für irgendwas auch immer. Okay, wenn du meinst. Wenn du meinst. Jetzt bin ich aber gespannt, wie gesagt, ob jetzt die Aufladestellen wieder da sind, aber es sieht nicht so aus. Sie sind noch grau unterlegt. Naja, gut. Ist nicht so schlimm. Gut geschlafen? Ja, das Zelt ist höchst komfortabel. So. Aber wir können uns hier halt. Dorthin können wir uns hier halt wieder hin teleportieren. Heißt quasi. Zu unserem letzten Übernachtungspunkt können wir uns immer hin teleportieren. So, dann wollen wir mal hier uns diesem Tor widmen hier, dass wir hier frei boxen müssen. Was tue ich hier eigentlich? Was die Jahnruhe, die Viecher, die tun euch nichts. Hier lang. Ah, hier ist Monika, hier ist er. Wir teilen uns hier in zwei Gruppen. Hoheit, bitte geht alleine weiter. Der General wartet auf euch. Ich starte mit Gladiolus und den anderen ein Ablenkungsmanöver. Ich soll allein mit Chor weiter. Ja. Ein Rückzieher machen. Nein. Wir machen es richtig. Wir machen schon. Basis mit Chor infiltrieren. Bis dann. Mach uns stolz, Kumpel. Wir erledigen unseren Teil. Ich mache euch immer stolz. Naja, gut. Fast immer. So, dann bitte durch da. Genau. Geh bitte durch. Ach, da geht nicht von alleine. Okay. So, dann muss ich. Dann wollen wir uns mal zu Chor begeben. Oh, da ist er ja schon. Da ist mein Freund ja schon. Mit seinen 3000 noch was HP. Und fallen dem Gegner in den Rücken. Wir kesseln ihn ein und machen kurzen Prozess. Machen wir. Sag mir, was ich tun soll und ich mach's. Zumindest versuche ich's. Super Trank. Immer her damit. Nichts da, mein Freund, ja. Ihr seid doch ein Witz. Ihr seid doch ein Witz. Da unten sind mehr, warte mal. Ihr seid doch ein Witz! Ich lohne es doch nicht mal an, meine Königswaffe zu verwenden. Noch mehr? Wo? Bams! Wenn du hier bist, ist das alles ein Kinderspiel. Gewöhn dich nicht daran. Es kann gut sein, dass du schon bald wieder ohne mich auskommen musst. Naja, kein Problem. Also selbst stärker werden. Da oben! Okay!
Alter, hoch wieder. Bam! Jetzt aber. Da hoch bitte. Bams! Ihr seid wieder ruhig. Danke. Und jetzt. Next, please. Haben die anderen da draußen alleine klar? Super, Alexior. Und auf die Tür. Na Mädels, was geht ab? Bams! So. Ja, es lohnt sich doch nicht mal meine Königswaffe zu verschwenden. Ich werde hier meine Standardwaffen. Das ist ja ein Witz hier. Schaden von 9000 gerade. Wenn das nicht mal gut ist, dann weiß ich auch nicht. Das war ja einfach. Hättest du damit Probleme, wärst du eine Gefahr für die ganze Gruppe. Das hätte ich sogar alleine geschafft. Noctis, pass auf, dass du nicht zu selbstgefällig wirst. Ach nee, warte mal, ich muss andersrum. Ja, warte. Ich mach doch gleich die Tür auf. Wenn ich nicht vor der Tür rumspringen würde. Wie gesagt, das ist das einzige Nachteil. Weil alle möglichen Tasten, alle möglichen Aktionen auf die X-Taste gelegt wurden. Wie aufheben und Tür öffnen und so weiter. Und springen auch noch. So. Aber gut. So. Na Mädels. Da seid ihr wieder. Seid ihr unverletzt? Ja, bei euch auch alles okay? Na klar. Das war übrigens noch nicht alles. Also vorweg, das war noch nicht alles. Geht gleich richtig los. Euer Ablenkungsmanöver war ein voller Erfolg. Nicht bewegen! Stehen bleiben! Der alte Kur. Dachte, du liegst unter den Trümmern der Zitadelle. Bist du es denn nicht leid, der Unsterbliche zu sein? Diese Legende wird heute enden! Auf geht's! Bossfight! Kann ich nicht? Okay, dann halt dich. Wenn ich will, der hat schon. Bams! Ihr seid ein Witz, ihr kleinen Viecher. Ihr seid ein Witz, ihr kleinen Soldaten. Warte mal, lass mal kurz gucken. Hier kurz. Blitz wäre auch angebracht. Aber das wäre jetzt nicht. Das wäre eine Verschwendung. Das ist nicht sonst so genannt. Natürlich. Er wird nicht sonst so genannt. Okay, die verschwinden jetzt mal hier. Aua. Aua. So, jetzt. Noch einen Heiltrank zu mir nehmen und jetzt wollen wir mal zu dir. Ne, ich möchte. Zack! Wie ist das möglich? Ich kann dich nicht scannen. Egal! Weil die Königin nimmt sich die Königswaffe. Wenn ich sie schon mal hab. Na, warte! Freu dich nicht zu früh! Ich. Am Boden? Unmöglich. Mein Leben für Nachbarn.
Ja, die machen gut Damage an mir, ich bin das recht. Die machen ordentlich Damage an mir. Aua! Die sind in Luft geflogen. So, der ist erledigt. War jetzt halt relativ einfach. Eben durch die Königswaffe. Also ohne die Königswaffe wäre er wahrscheinlich wesentlich leichter gewesen. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ja, schwieriger gewesen. Ich werde meine Beobachtungen des Imperiums fortsetzen. Wir hören voneinander. Aufgabe abgeschlossen. Gibt auch nochmal extra Punkte. Wahnsinn. Und er war auch relativ einfach, weil ich auf einem einfach spiele. Gerade für Let's Plays und Aufnahmen mache ich über Schwierigkeit halt einfach. Aber das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ahnenforschung. Fair. So. Die Welt hier draußen ist echt ganz schön unerbittlich. Ja, und weitläufig. Es gibt viel zu tun. Das kannst du laut sagen. Wir haben noch viel vor uns. Ja. Wir haben schon 9 Stunden gespielt, haben aber noch so viel vor uns. So. Kapitel beendet. Und haben wir gleich noch ein Level. Sehr schön. Hier nochmal der Kampf. Ein paar Sachen aus dem Kampf. Sieht gar nicht so schlecht aus. So, er lädt. Aber ich denke mal, wir machen jetzt auch langsam Schluss. Wir lieben dich, ja, Ladebalken, wir lieben dich, ja. Ach, der Ladebalken ist so schön, ne? Wir machen jetzt langsam, wie gesagt, wir machen jetzt langsam Schluss, weil 2 Stunden ist mehr als genug. Vor allem, dass ich das sowieso noch für YouTube zusammenschneide. Mehrere Parts, also von daher. Ist aber egal. Jetzt sind wir übrigens Kapitel 3 und jetzt... konnte also entkommen. Was ist? Sind wir wie offen unterwegs. Der Ring ist bei Luna Freya. Finde und töte sie. Beide. Nur auf den Ring kommt es an. Aber der Tod ist so endgültig, Eure Exzellenz. Wie ihr wisst, besitzen die Götter große Macht. Und die Kanagi ist es, die diese unbeschreibliche Kraft an den König weitergeben kann. Lebend wäre sie ein gutes Forschungsobjekt. Was meint ihr, Oberkommandant Ravus? Was ist? Als Befehlshaber liegt die Entscheidung doch bei euch. Oder etwa nicht? Na gut, doch erst einmal müssen wir die beiden aufspüren. Ich werde nicht ruhen, bis die Kanagi und der Prinz in meiner Gewalt sind. Der Kristall. Ich sehe sein Licht. Mit Vollgas raus in die weite Welt. Endlich können wir diese Einöde hinter uns lassen. Die nächsten Regionen sind viel weitläufiger als Lied. Ehrlich? Gibt es irgendwelche berühmte Orte? Zunächst erreichen wir Daskar, berühmt für sein Sumpfland. Na toll, ein Sumpf. Es gibt auch einen Wald mit Chocobos. Oh, Chocobos! Hinter Daskar liegt die Region Klain. Die größte Stadt dort ist Listalum. Ist das nicht die Stadt, die Iris ansteuert? Ja, mittlerweile müsste sie dort angekommen sein.
Die Stadt floriert dank der Kraft des Meteors. Der aus der Legende? Ja. Die Leute nutzen seine Hitze zur Energiegewinnung. Wow, ziemlich abgefahren. Ja, noch immer nicht. Wir sind immer noch ein bisschen, aber trotzdem schon mal danke. Ich habe gerade für diejenigen, die sich halt keine PS4 oder Xbox One leisten können, PC haben sie ja meistens jedenfalls, kann ich nochmal erwähnen, es ist immer noch, aber egal, aber es ist immer noch eine PC-Version in Arbeit, also für diejenigen, die das Spiel gerne mal spielen wollen, aber nicht sich unbedingt deswegen eine Konsole kaufen wollen, es ist immer noch eine PC-Fassung in Arbeit, allerdings, wann sie kommt, steht da nicht aus. Die News ist vom Februar, die ich gerade gelesen habe, vom Februar, also noch steht es nicht fest, wann es kommt, aber es steht fest, also es steht nicht fest, ob das es kommt, aber laut Producer steht fest, es soll eine PC-Version geben. Er möchte es gerne aus technischen Gründen probieren und er möchte auch den PC-Spielern Hallo? Das Spiel zeigen. Das hat er geschrieben, hat er gesagt. Heißt, es ist immer noch eine PC-Version in Arbeit. Also für die, die es interessiert. Ja, ich melde mich. Bis dann. War das Iris? Um ihren Bruder hatte sie keine Angst? Warum auch? Du wurdest schließlich nicht in allen Zeitungen für tot erklärt. Und was ist mit mir? Hat sie nach mir gefragt? Hat sie nach mir gefragt? Was ist ein Prom? Du bist ein Wildstück. Habt ihr das Schild da gesehen? Lasst uns Chocobos angucken. Hey. Nee, das machen wir heute nicht mehr. Chocobos machen wir heute nicht mehr. Stallung müssen? Ach, kommt schon. Der kleine Umweg. Das machen wir dann das nächste Mal. Chocobos ansteuern. Das machen wir aber dann trotzdem nächsten Mal. Ich will auch die Chocobos sehen. Hurra! Kümmern wir uns das nächste Mal um die Chocobos. Das nächste Mal. Also, wer sich dafür interessiert, nächstes Mal einschalten. Aber, wie gesagt, also das nächste Mal machen wir natürlich jetzt, das nächste Mal machen wir erstmal wieder Zelda und dann machen wir wieder Final Fantasy. Also, ich versuche das so ein bisschen wieder zu handhaben. Auf jeden Fall war es das für heute hier. Dann sehen wir uns, hören uns besser gesagt, das nächste Mal. Ciao. Wenn wir mal hier fertig sind, speichern. So, jetzt. Jetzt ist er gespeichert. Bitteschön. Immer wieder gerne doch.